Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, zum verspäteten Fazit von unserer Reise Kroatien, Slowenien, ein bisschen Österreich 2019. Hat ein bisschen gedauert, das Ganze. Wir hatten auch schon mal ein paar Mal angefangen und dann war das alles irgendwie nicht so richtig. Und dann kamen einige Sachen dazwischen und hatten noch keine Zeit gefunden. Und deswegen leider etwas später, aber besser spät als nie. Ja, Kroatien war sehr schön. Wir hatten ja kurzfristig umgeswitcht, weil Michael davor sehr krank war, also beziehungsweise sehr erkältet war und wir keine Lust hatten, in die Kälte zu fahren. Zu dem Zeitpunkt, damals war es in Norwegen also sehr kalt, 8 bis 9 Grad. Und da hatten wir überhaupt gar keine Lust drauf gehabt. Und dann, Gott sei Dank, kam ja noch meine Erkältung dazu. Ja. Und das war schon alles richtig, so wie wir das gemacht haben. Wir hatten halt auch ein bisschen in Kroatien Pech mit dem Wetter gehabt. Es hat ein paar Tage doch ganz anständig geregnet, das war nicht so schön. Aber im Großen und Ganzen können wir uns natürlich einen Eindruck über Kroatien als Urlaubsland machen, also zumindest von dem, was wir gesehen haben. Und das war ja eh nur eine Schnupperreise, um zu schauen, ne, wie das Land so auf uns wirkt, und es war ganz toll. Und am meisten haben wir eben uns gefreut über die ganz vielen netten, tollen Menschen, die wir kennengelernt haben. Also es war, also Kroaten jetzt, ne, es war wirklich ein sehr, sehr, sehr nettes Volk. Das muss man wirklich sagen. Also wir haben nicht einmal einen unfreundlichen Menschen erlebt, immer alle sehr hilfsbereit und liebevoll. Und also das war so, das ist so ein ganz bleibender Eindruck, der bei uns geblieben ist, dass das also wirklich eine sehr, sehr schöne Sache war, so freundlich behandelt zu werden. Das ist nicht immer so. Und dann sind wir ja auch ein bisschen unvorbereitet nach Kroatien gefahren. Wir hatten auch gar keine Zeit mehr, uns vorzubereiten, weil wir ja so kurzfristig umgeswitcht haben. Ich hatte dann noch ein bisschen Lektüre bestellt und zum Teil dann auch die verkehrte Lektüre bestellt. Und also wir hatten überhaupt nichts, um uns vorzubereiten. Und deswegen möchten wir auch nochmal uns entschuldigen, dass wir die Orte verkehrt ausgesprochen haben. Aber wir waren wirklich das allererste Mal da und wir haben ja auch freundlich Tipps bekommen, wie die Aussprache ist. Aber wir haben auch einen sehr unfreundlichen Tipp bekommen, wie die Aussprache ist, aber wir haben uns leider Gottes nicht so vorbereiten können. Ich habe ein halbes Jahr vorher Norwegisch versucht zu lernen, ein bisschen, also die Grundbegriffe, damit konnte ich leider in Kroatien nicht allzu viel anfangen. Niemand beeindruckt damit, ne? Nee. Grundsätzlich kommt man in Kroatien sehr gut mit Deutsch weiter. Deutsch und Englisch, ja. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also viele Kroaten lernen in der Schule Deutsch, die können sich aussuchen. Ich glaube, Englisch und Deutsch oder beides, wie war das? Das weiß ich nicht, welche Sprache, aber auf jeden Fall ist Deutsch. Also auf jeden Fall ist Deutsch eine Lernsprache in den Schulen in Kroatien. Und deswegen kommt man da sehr, sehr gut mit Deutsch durch. Ja, Thema, fangen wir mal an mit Campingplätzen. Die waren alle recht ordentlich, muss man sagen. Nicht immer auf dem neuesten Stand, aber das macht uns nichts aus. Im Gegenteil, gewisse ältere Campingplätze haben sogar ihren besonderen Charme, finde ich. Und also wir hatten eigentlich nie irgendetwas großartig auszusetzen an den Campingplätzen. Und immer sehr gut gegessen, wenn die Restaurants dabei hatten. Ja. Super. Da. Also überhaupt kulinarisch ist Kroatien ein Traum. Ein Traum, wirklich. Ich möchte nicht wissen, was es noch für tolle Lokale in den Städten gibt, wo wir nicht gewesen sind. Also wir sind halt, es war leider Gottes so, dass wir wollten ja noch gerne Split und wir wollten auch noch unten in der Nähe Rega. Da gibt es nochmal so einen Ort, wo so ein tolles Lokal sein soll. Das hätten wir gerne noch mitgenommen, aber das Wetter war einfach so schlecht, dass wir nicht da runter konnten. Also es war da unten einfach noch schlechter als da, wo wir waren. Und mussten wir halt auslassen. Aber wie gesagt, kulinarisch waren schon alleine auf den Campingplätzen toll. Ich möchte nicht wissen, was in diesen tollen Lokalen in den Städten serviert wird. Also es ist ein Traum, es ist ein Genuss, es ist ganz, 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 ganz toll. Sowohl Weine, sowohl Essen, als auch sogar für Michael das Bier, war alles hervorragend gewesen. Ja. Das hat uns schwer begeistert, muss ich sagen, das hätten wir so gar nicht erwartet.
Zu den Städten, wie gerade gesagt, können wir nicht allzu viel sagen, weil wir in keinen großen Städten waren. Wir hätten gerne in Dubrovnik gesehen, aber da gibt es halt eben leider Gottes nur diesen Campingplatz, der ein bisschen außerhalb ist und man dann irgendwie mitten. Es gibt eine Möglichkeit, am Krankenhaus sich hinzustellen. Das hast du jetzt mittlerweile rausgefunden, oder wie? Nee, das ist so ein Tipp. Aha. Man kann sich da am Krankenhaus hinstellen und dann mit dem Bus in die Stadt fahren. Allerdings, wie gesagt, wir haben einen Hund dabei und dann ist es natürlich schwierig. Da. Ja, also unser Hund ist, wo man merkt, muss man sagen, dazu sagen, kein Stadthund. Das ist für den Stress, das ist kein Laufhund, unser Hund, der ist ein Jagdhund und hat auch nie mit aller Mühe, die wir uns gegeben haben, gelernt, richtig bei Fuß zu laufen. Es funktioniert einfach nicht und für den ist das Stress, für uns wäre das Stress und dafür deswegen sind für uns Städtetouren immer sehr schwierig. Am besten ist es, wenn wir irgendwie einen Stellplatz haben, wo wir ihn im Auto lassen können. Das ist für ihn gut und für uns gut. Aber das wollten wir eben dann Deuten nicht antun. Und wir wären es hat ja zu lange gedauert. Es wäre auch zu warm gewesen. Ja. Und das war halt einfach schade eigentlich. Aber das Gute war, dass das ja mit der Fähre nicht geklappt hat, als wir von Vela Luca zurückgefahren sind. Und wollten dann ja wieder aufs Festland und da hat ja die Fährverbindung nicht hingehauen und deswegen haben wir uns ja entschieden, dann diese Halbinsel zu umrunden. Und ich kann euch sagen, das war eigentlich Glück im Unglück. Ja, also wirklich ganz toll. War eine super Tour über Stone. Also das können wir euch also sehr empfehlen. Also es war super toll. Ja. Und aber. Wer mal Austern essen möchte oder frische Muscheln oder so. Ja. Ist da genau richtig, weil da haben sie Zuchtanlagen dafür. Gibt es auch wieder Gegner, die wir schon Kommentare bekommen haben, aber gut. Ist halt so. Ja, wir hätten gerne, wenn ich nicht gerade eine halbe Stunde vorher den Tag ein Eis gegessen hätte, dann hätte ich gerne ein paar Muscheln oder Austern gegessen dort. Das war alles frisch und wunderbar und eine super Region mit traumhaften Buchten, Stränden, wie sagt man, Vegetation, dadurch, dass es auch viel geregnet hatte vorher, war alles super satt grün. Nee, mal im Sommer, im trockenen Sommer ist da nicht. Nee. Und Stone war auch sehr schön, ein super süßes altes Städtchen. Mit der Riesenmauer. Also das war toll, ja. Wir sind halt nicht hochgegangen auf die Mauer, weil. Erstmal war heiß. Es war sehr warm an den Tag und auch wieder wegen dem Hund. Also es wäre halt ein bisschen unangenehm. Und von daher, aber wir haben es gesehen, es war toll und haben dafür den schönen Klostergarten gesehen mit Ausblick auf die Festungsmauer. Nee, war ganz toll. Also und man muss halt nur wissen, wenn man über Stone fährt, dass man kurz nach Stone, ist gar nicht so weit weg, dann ein Stück über Bosnien-Herzegowina fahren muss. Ja, ist durch. Und wir hatten echt Glück, weil die Einfuhrzölle und so weiter dann doch etwas strenger sind. Und wir haben das hinterher dann auf der Insel Bratsch in Bol, wo wir auf dem Campingplatz Kito waren, von einem Pärchen gehört. Die wurden also untersucht, also durchfilzt. Ja, das Auto zerlegt. Sogar bis in Medikamente. Ja. Und also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, also weil man darf nur geringe Mengen an Alkohol dabei haben und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, was noch alles. Ja. Zigaretten interessieren uns ja nicht, weil wir beide nicht rauchen. Aber wir hätten definitiv zu viel dabei gehabt und wir hatten Glück gehabt, dass wir uns nicht rausgeholt haben. Ja, weil wir haben gute Wein gekauft. Kurz davor. Ja. Kurz davor waren wir einkaufen am Straßenrand und haben uns eingedeckt mit vorzüglichem Wein, wie wir hinterher festgestellt haben. Also wir wären da voll dran gewesen. Ja. Also das sollte man vorher wissen, also dass man da... Ja, du fährst, das ist das Viertelstunde, wo du durch Bosnien-Herzegowina fährst. Das ist ein Ort. Das ist ein Ort, wo du durchfährst, aber du hast zweimal musst du über die Grenze. Ja. Und da das nicht EU ist, ist es halt... Ja, also wir hatten Glück, aber es sollte man bedenken, wenn man das macht. Ja. Halt, ne? Normalerweise winken sie dich durch, aber wenn du Pech hast. Hast du gesehen, die waren auch nur zu zweit. Also es war, kommt drauf an. Wollten wir einfach nur mal erwähnen, dass man sich da ein bisschen drauf vielleicht einstellt. Ja. Ne? Aber ansonsten diese Region da im Stone, also die war also traumhaft. Und wenn wir nochmal nach Kroatien fahren, werden wir diese Region auf jeden Fall noch mal besuchen. Ja. Die war toll, wirklich. Was gibt's noch zu sagen? Wir waren dann auf der Insel Bratsch.
Campingplatz Quito. Das war so ein Campingplatz, der ist uns auch so ein bisschen besonders in Erinnerung geblieben, weil das ein Familienbetrieb ist und uns der 91-jährige Opi eingewiesen hat. Ja. Die Oma wäscht die Wäsche. Ist nicht ganz billig, wenn die Omi die Wäsche wäscht, aber sie wäscht sie. Und Frau und Mann machen Küche und alles andere. Und es ist ein super kleiner Campingplatz, aber sehr, sehr urig und viel Holländer da und Deutsche. Und Deutsche, ja. Ja, also war sehr gemütlich. Wir haben abends dort gesessen und auch gut immer ein... Vor allem gut gegessen. Und noch dazu gut gegessen. Also kann man sehr, sehr empfehlen. Und auch Bol, der Ort, wo wir dort waren, Städtchen, ja. Hätten wir nicht gedacht, ist echt ein schönes Städtchen. Ja. Wenn einer Strandurlaub machen möchte, ganz toll dort. Ja, hast du das Goldene Horn, ganze Strandurlaub. Ja, ist so eine Bucht, Spitze von einer Bucht. Ja. Also sehr gepflegt kam uns das zumindest zu der Zeit vor, wo wir jetzt waren. Es gibt eine super schöne Strandpromenade unter Pinien, wo man laufen kann, schattig. Und also es war wirklich, wirklich ein sehr schöner Ort. Ne? Ja. Also hat uns auch gut gefallen, muss man sagen. Wobei wir nicht so die Strandurlauber sind. Also ich halte es nicht lange am Strand aus, 2-3 Tage und dann muss ich weg. Aber wenn man mal dahin möchte oder wer Strandurlauber ist, ist das sehr empfehlenswert von unserer Meinung her. Ja, das Städtchen ist ja auch schön mit dem Hafen. Ja, auch ein Restaurant am anderen und wenn du da abends schön draußen sitzt mit Musik und, ne, also ist bestimmt toll. Also würden wir auch nochmal besuchen, war ganz toll. Ja, soviel zum Bol und zur Insel Bratsch, mehr haben wir ja nicht gesehen, dann ging es ja weiter. Wir wollen auch gar nicht so auf jeden einzelnen Campingplatz nochmal eingehen, weil das habt ihr ja in den Videos gesehen. Wir würden euch nur ganz gerne noch einen Campingplatz ein bisschen näher legen und das ist der Miocic Campingplatz kurz vor der Insel Park, falls ihr da vorbeikommt. Ne? Ja. Weil der Inhaber oder das Inhaberpärchen also uns irgendwie so besonders beeindruckt hat, sehr, sehr nette Menschen, sehr fleißig, viel arbeiten, sehr viel arbeiten. Ja. Und wir haben uns nur kurz am nächsten Tag, wo wir losgefahren sind, unterhalten. Wir sind, ich weiß gar nicht mehr, auch wie genau, ist auch ganz egal, wir sind auf das Thema Jugoslawienkrieg gekommen und er hat uns dann erzählt, dass er dort gedient hat, ne, als junger Mann im Krieg dort gekämpft hat und hat uns da einige Geschichten erzählt und das hat uns also sehr berührt. Ja. Total lieber Mensch und völlig auf dem Boden und geerdet und falls ihr in diese Richtung fahrt, würden wir euch gerne den Campingplatz Miocic besonders nahelegen. Ne? Ich habe mir mal so ein paar kleine Stichpunkte gemacht. Ja, wir wollen noch zum Olivenbaumtour, würden wir gerne noch was sagen, ne? Die war ganz, ganz, ganz toll. Und wenn das auch jemand als trockenes Gestrüpp empfindet, ein Zuschauer, wir empfanden das überhaupt nicht als getrocknetes oder vertrocknetes Gestrüpp. Es war beeindruckend und besonders. Ich habe Ehrfurcht vor einem Baum, der 2000 Jahre alt ist. So einfach ist das. Ja. Und, uns hat das beide sehr. Wer immer da hinfährt und sich das angucken will, sollte auch das mit so einem Guide machen, sich fahren lassen. Weil die dir sehr viel Informationen geben, die du sonst nicht hast. Und das war sehr interessant, was der Mann erzählt hat. Und wie gesagt, ich fand es beeindruckend, diese uralten Bäume. Wenn das natürlich nicht interessiert, sei es drum. Ja, ist ja egal. Also, war wirklich schön. Ja. Und der war alles auch also extrem gut gemacht, der Herr. Ja. Und es war auch so, es war angenehm, auch da durchzufahren irgendwie und nicht zu laufen, weil wir haben viel gesehen dadurch halt. Ja. Ne? Und
ja, halt immer wieder ist er stehen geblieben mit dem kleinen Wagen und hat erklärt und gemacht. Und wenn man sich dann so überlegt, dass dieser älteste Baum dort eben circa 2000 Jahre alt sein soll, so ganz genau können sie es ja nicht sagen, weil die das ja anhand des Umfanges eben messen und pro Jahr ein Millimeter der Baum wohl wächst, ne? Und dann machen die irgendwie den Durchmesser oder wie war das? Ja. Erzähl mal. Ich nehme den Radius mal die, was weiß ich, die Millimeter und dann kommen sie auf ihre 2000 Jahre. Aber das haut wohl hin, weil das sind ja mehrere, auch Universitäten, die das überprüft haben, um festzustellen, wie alt diese Olivenbäume wirklich werden. Und der ist so alt. Und wenn man jetzt überlegt, wir sind 2020, also so ganz genau kann man es ja sowieso nicht auf das Jahr genau. Vielleicht hat der sogar noch irgendwo oder schon existiert als Jesus noch dort gewesen ist. Wir sind keine großen, gläubigen Menschen, aber er war auf jeden Fall da, Jesus, und da wuchs da vielleicht so ein kleines Pflänzchen aus der Erde hinaus und dieser Baum steht heute noch da und den kann man anfassen und der lebt noch, der ist noch aktiv und alles. Also es ist, für uns war das also total beeindruckend. Ja. Also die ganze Tour dort und auch die Bäume, es sind ja mehrere wohl, die ineinander manchmal irgendwie auch wachsen und verschlingen sich und zu einem Stamm werden. Und also es war also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also für uns absolut beeindruckend und wir können es nur irgendwie weiterempfehlen. Ja, dann sind wir ja von der Insel Park dann zurück, schon Richtung wieder Süden von Kroatien. Und das war ganz lustig, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Ach, das habe ich immer verkehrt gemacht, die ganze Zeit. Also im Norden natürlich, na klar. Und dann waren wir über die Insel gefahren mit der Fähre und kamen da an und dann standen dort hunderte Autos, die auf die Insel Park wollten, weil Insel Park, das hatte uns dann auch der Guide dort gesagt, der ältere Herr in der, bei der Olivenbaumtour, ist bekannt für seine Partys. Und also das war Wahnsinn, oder? Ja. Was da stand, oh je. Und die einzelnen Wohnmobile dann dazwischen, oh, die mussten warten. Also da war gut was los gewesen. Naja, es war Pfingsten, glaube ich, ne? War irgendein Feiertag. Oder nee, Himmelfahrt? Ja, es war irgendein Feiertag. Pfingsten war nicht, weil Pfingsten war ja sehr spät dieses Jahr. Es war irgendein Feiertag. Himmelfahrt wahrscheinlich war es dann. Ein paar, die waren schon gut am Feiern. Oh, 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 oh. Das war gut. Ja, soviel zum Thema Kroatien. Also hat uns sehr gut gefallen. Was ein kleines Manko war, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, nein, es sind zwei Sachen. Fangen wir mal dem einen an. Eins ist, dass sie nicht individuell sind, was Campingplätze oder Stellplätze mal so betrifft. Das heißt, es gibt eigentlich in Kroatien gar keine, also wir haben es nicht gefunden, außer am ersten Abend, wo wir da waren. Das, wo wir da am Hafen gestanden haben, aber da war ja auch schlecht Wetter und hat keinen interessiert. Es gibt keine richtigen Stellplätze in Kroatien. Also nicht an der Küste, wo wir lang gefahren sind, haben wir das nicht gesehen. Wir haben immer nur Campingplätze gesehen. Und wir sind auch immer brav auf die Campingplätze gefahren. Man kann sich, der eine oder andere stellt sich vielleicht irgendwo mal hin, wo es nicht so erlaubt ist, aber es gibt da auch keine großen Möglichkeiten, irgendwo zu stehen, wo es nicht erlaubt ist, weil stehst irgendwo am Straßenrand oder was weiß der Geier irgendwo, also ist auch nicht so prickelnd, ne? Und was ich jetzt so nicht ganz so schön fand, war, wenn wir jetzt irgendwo angekommen sind, das gab es eben auch, dass wir abends um 8 oder 8:30 irgendwo angekommen sind und wollten eben nur für eine Nacht bleiben. Wir wollten nächsten Früh weiterfahren, weil wir auf der Durchreise waren und haben dann in dem Lokal auch gegessen und gut gegessen und auch verzehrt, dass es dann irgendwo nicht so ein bisschen Entgegenkommen gibt, dass man sagt, okay, man zahlt jetzt nicht den vollen Campingplatzpreis für diese paar Stunden, die man dort steht, wenn man da noch eben trainiert und isst und so weiter und so fort. Das hat mir ein bisschen missfallen. Da könnte man dran arbeiten, dass es ein bisschen individueller irgendwie geht oder dass man vielleicht vor dem Campingplatz stehen bleiben kann, gar nicht irgendwo diese Einrichtung nutzt, ne? Und dann halt vielleicht einen anderen Preis kriegt. Oder wie siehst du das? Ja, genauso. Ja, weil du jetzt nichts sagst. Ich kann ja nicht. Ach so, na, dann sag du. Nee, ist ja alles gesagt. Ist gut.
dann sag du. Nee, alles gut. Ja, also das war so, fand ich nicht so ganz so prickelnd. Aber ansonsten, was noch ist, der zweite Punkt, ich persönlich würde, glaube ich, niemals im Sommer, also was heißt im Sommer, also sagen wir mal so ab Juni bis August dorthin fahren. Also wir hatten noch eine Zeit, die echt gut war. Ja. Aber wenn das richtig losgeht, also mit Ferien. Du wirst auch Probleme kriegen, irgendwo einen Stellplatz zu kriegen. Dann nicht. Und wie gesagt, in Kroatien ist das freie Stehen an sich nicht erlaubt. Kann man jetzt halten, wie man will. Ich meine, wir haben da hochgestanden, was kein Aas interessiert, aber. Eine Nacht. Ja, und wird dann schwierig, nehme ich mal an. Also ohne Reservierung oder vorher anzurufen ist. Also ich denke, das muss man wirklich vorher buchen. Und das wäre schon mal etwas, was mich in meiner Freiheit irgendwo einschränkt. Also wenn du da in Ferienzeiten hinfährst, weil du nicht anders kannst, weil du schulpflichtige Kinder hast oder so, dann musst du mit Sicherheit vorher diese Campingplätze alle buchen. Ja, weil die sind ja auch nicht riesengroß. Sonst hast du keine Chance. Ja. Der Ding war groß, der eine, wo der neue da. Am Anfang der Lavanda? Nein, der... Navis. Navis, der war groß, ja. Da war Platz. Da war Platz, aber da war auch, kaum Schatten. Nee. War gar kein Schatten. Jetzt stelle mir jetzt vor, bei 40 Grad oder 35 Grad. Stelle ich mir lieber nicht vor. Das wäre jetzt auch nicht so, meinst du? Noch ein Nachteil von Kroatien. Wir mögen das gerne mit Drohnen fliegen und aufnehmen. Das stimmt, ja. Das ist gut, dass du das sagst, ja. Du darfst in Kroatien die Drohne fliegen lassen, das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, du darfst aber nicht filmen dabei. Also ist das Ganze relativ zweckfrei. Und wir haben es auch nicht gemacht. Das ist jedem selbst überlassen, ob er das will oder ob er es macht oder nicht. Wir haben es nicht gemacht. Ist schade drum. Ja, sehr schade drum. Man hätte mit Sicherheit schöne Aufnahmen gerade an der Küste machen können. Aber auch in der Olivenbaumregion. Ja, aber sei es drum. Ist halt so. Ja. Wir möchten auch nicht das Risiko eingehen, nachhaltig irgendwo da Strafen zu zahlen oder wie auch immer, wenn das gesehen wird. Man weiß nie. Und wir haben es halt deswegen auch nicht gemacht. Wir halten uns da an die Regeln, aber das ist ja für uns ein Manko, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir filmen ja auch gerne. Also wir filmen ja einfach mittlerweile auch gerne unsere Reisen und es ist ja auch für uns einfach schön, ne? Wenn wir unsere Bilder sehen, so wie in Slowenien dann von oben oder die Soča da lang geflogen. Und das sind einfach für uns ja auch wunderschöne Eindrücke, die wir später selber dann in unseren Videos sehen. Und das ist einfach für uns also schon ein Aspekt, wo wir unsere Länder auch ein bisschen aussuchen, wo wir hinfahren. Ist bei den Ösis ja nicht anders, da darf man gar nicht fliegen. Deswegen, ja, das ist ja wirklich für uns. Ich würde dann die Schweiz bevorzugen, bevor ich nach Österreich fahre, weil ich da halt eben das machen kann. Ja. Und das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, dass es da keine Lockerungen gibt, das finde ich sehr schade. Aber gut, wie gesagt, das hast du gut gesagt, ja, dass du daran gedacht hast, finde ich gut. Sehr gut, schätze ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Großes, großes Lob. Bin ich jetzt froh. Das hätte ich vergessen. Nicht. Ja, dann kommen wir zum Thema Slowenien. Slowenien, toll. Toll war was für Claudia. Das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, mehr meins. Ich bin halt einfach, ich bin nicht der Strandurlauber und ich kann das alles mal so eine Woche oder ein paar Tage, aber dann ist gut. Ich bin lieber mehr Natur. Ich möchte Berge oder so eben wie da in Slowenien, in Bled oder ich bin dann einfach so wie so in Bled oder in Bohini und am See und die Berge, die Soča und Wasserfälle und das ist so meins. Und das ist, mir hat Slowenien also sehr, sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auch. So ist es nicht. Was irgendwie so geschafft hat, war dieser Pass. Ja, der hat es in sich. Das war, hätte ich vorher gewusst, was da auf uns zukam. Also, ich wäre den nie gefahren. Weder auch nicht, weil du gesagt hast, also es ist bestimmt nicht, unter der Woche ist es einfacher. Ja. Oder selbst dann wäre ich diesen Pass nicht gefahren. Nein,
Ich, ja. Aber ich nicht. Also nicht mal als Beifahrer, ich bin ja gestorben. Also es war ja, also nee, es war, nein, es war nicht schön. An einem Wochenende bei schönem Wetter würde ich ihn auch nicht mehr fahren. Aber das ist einfach schlicht und einfach wegen dem Verkehr, wegen den tausend Motorrädern. Ich fahre selbst Motorrad, also so ist das nicht. Aber wenn du jetzt mit deinem Wohnmobil versuchst, da um die Spitzkehren zu kommen und es kommen dir permanent Motorräder auf deiner Seite noch entgegen, macht es wirklich nicht einfacher. Bis du auf der anderen Seite bist und bei Kehre 50 hast du viel Wasser unterwegs gelassen. Also das ist das war einfach sehr anstrengend gewesen. Ja. Aber fahren in der Woche, ja. Ja. Und da war auch eine Frage, da fahren auch Busse. Nein, da fahren keine Busse. Zumindest keine großen Reisebusse, weil die maximale Länge, die erlaubt ist, über diesen Pass zu fahren, sind 12 Meter. Aber bei 12 Meter... Wie das gehen soll, weiß ich gar nicht. Hut ab. Also das... Irgendwie wird es auch gehen, aber... Also es ist... Für mich war es immer noch Nachhinein. Also, nee. Weil es auch teilweise eben keine Absperrung gab und dann nur so ein paar Grenzsteinchen und... Ich wollte es, ich brauche es nicht nochmal. Ich würde wieder lieber, also wir waren ja dann, wir hatten ja dann auch Befürchtung, wir müssen wieder zurück. Ja. Und dann hat Michael Gott sei Dank dann gesehen, nee, also wir können auch eine andere Tour rausfahren aus dem Tal. Und ich war echt dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bräuchte das nicht nochmal. Nein. Ja, wie gesagt, also in der Woche schon. Aber nicht, ist auch eine Quälerei fürs Auto. Ist einfach so. Ist nicht lustig. Nee. Aber wir haben dafür, also das war ja dann auch echt blöd gewesen, wir sind dann endlich angekommen nach diesen 50 Spitzkehren und wollten zu dem Campingplatz Triglav und dann war der zu. Ja. Wegen Bauarbeiten. Ja. Das darf nicht wahr sein. Blöd. So, und dann sind wir ein Stück weitergefahren und ja, und dann sind wir wieder zurückgefahren, weil Michael wollte unbedingt Pizza essen und dann sind wir in den ersten... Dann mussten wir erst mal 10 Kilometer weiterfahren, weil wir nicht drehen konnten. Ja, weil... Das war schwierig. Also das war ein Tag, da war die Stimmung letztendlich dann am Ende des Tages nicht so ganz wirklich prickelnd, wenn wir ehrlich sind, wegen der blöden Pizza. Und, aber wir sind die hat mich über den Pass gebracht. Die Pizza. Er wollte unbedingt Pizza. Und, aber wir sind gefahren und gefahren. Und ehe wir dann mal wieder drehen konnten und zurück konnten, wo die Lokale waren, wo es Pizza gab, das hat dann gedauert. Und dann war die Stimmung war an dem Abend. Nein. Dafür hatten wir einen schönen Stellplatz. War nicht so gut. Der Stellplatz war dann aber schön. Und, ja, der war wirklich schön gewesen. Da sind wir nur, das haben wir gar nicht so groß erwähnt, dieser Boris, was weiß ich, wie er hieß, ja. Gleich in der, das ist gleich kurz nach der 50. Kehre. Vor. Das vor. Ach, vor, ja, stimmt, ja. Stimmt, vor. Zwischen vor der 49. Kehre. Und 50. Ja, ist das. Da ist dieser Stellplatz und sehr, sehr netter Mensch. Ja. Obwohl unsere schön. Stimmung nicht so ganz so prickelnd war, das auch zu spüren war. War der sehr freundlich zu uns. Oh, das war nicht gut, der Tag. Da haben wir einen Haken dran gemacht. Naja, gut, also, aber wir sind... Die Pizza war gut. Bitte? Die Pizza war gut. Die Pizza war gut. Ich kann keine Pizza essen, ich bin Gluten. Ich habe Gluten. Ich musste da so ein komisches... Naja, ist egal. Ist völlig wurscht, es ist vorbei, es ist vergessen und vorbei. Und dann sind wir ja auch den nächsten Tag auf diesen Platz gefahren, wo Iris und Uwe waren, auf diesem Bauernhof. Ja, und der war leider voll. War wäre bestimmt auch schön gewesen. Der hat noch einen Platz am Schweinestall und das war dann doch ein bisschen heftig. Also ich habe das gar nicht erst geräumt. Der Platz als solches war gar nicht verkehrt. Nee. Der war in so einer Nische unter einem Baum, schattig, war ja sehr warm. War ein toller Platz, aber Aber irgendwie, er sagte dann, ich habe mich schon gewundert, dass du nicht gesagt hast. Und dann so nach einer Weile, ich so, nee, oh nee, sag ich, was ist das denn? Und dann haben wir auch direkt gegenüber, standen sie da, ne, die schmatzenden Schweinchen. Und also das war dann schon sehr unangenehm gewesen. Und dann haben wir gesagt, also sie hat es auch sofort verstanden, ne, die uns da eingewiesen hat. Und dann sind wir halt doch ein Stück weitergefahren und hatten dann aber... Glück, Damm, ja. Das Ding war ja der Hammer. Also Campingplatz Klingen war sehr, sehr schön. Ja. Bis auf die Duschen. Nee. War sehr schön. Bei den Männern war es okay. Aber da bist du am Ausgang dieser Schlucht. Du musst also nur ein paar Meter laufen, dann bist du schon in dieser Schlucht da drin. Ja. Sotscha-Schlucht. Ja. Und herrlich. Also ja, auch der Platz war einfach direkt an der Sotscha.
mit so einem kleinen, mit einer kleinen Düne sozusagen. Und es war toll. Gutes Essen, wiederum. Ja, also die haben auch sehr gut gekocht und das war auch so ein schönes Lokal. Ja. Da hat man abends so in der Abendsonne gesessen und das Ding war wirklich gut. Also Leute, den können wir euch wirklich also echt empfehlen. Der war echt super, super schön. Bis auf die Duschen. So. Ja, ja, es ist halt so. Ja, und dann sind wir ja nochmal nach Kaprun. Ja. Und da waren wir ein bisschen enttäuscht. Weil Kaprun ist nicht mehr sehr, das, was es mal war. Boah, da hat sich so viel verändert. Oh, wir haben es überhaupt nicht mehr wiedergekommen. Wir haben teilweise die Straßen gar nicht mehr richtig. Also, gut, also es ist bekannt, Tal am See, ganz viel Araber. Ja. Ist bekannt. Da müssen wir uns auch nicht für schämen, wenn wir das jetzt erzählen. Es ist halt einfach so. Und die sind natürlich auch jetzt mittlerweile nach Kaprun übergeschwappt. Ja. Aber jetzt müssen wir mal eine Lanze brechen. Von all denen, die wir da so erlebt haben, die waren total nett. Ja, aber man hat sich halt sehr darauf eingestellt. Ja, deshalb kommen ja die ganzen Neubauten, die sie da hochgezogen haben und so weiter und so. Das hat ja mit den Leuten nichts zu tun. Die Leute sind völlig in Ordnung. Das ist nicht der Punkt. Ja, der Punkt man ist, das denkt ja mal, wenn man Araber hört. Ne? Also muss man mal so, das stimmt nicht. Wir haben ganz, ganz die laufen wenig saufen und grölen durch die Gegend. Da hast du deine Ruhe. Ja, die machen dann eher, da sagt ein anderer dann, die legen dafür Bomben. Die, also, nicht, die da sind, legen keine Bomben. Also die waren wirklich sehr angenehm, die wir da kennengelernt haben. Also was heißt nicht kennengelernt haben, aber erlebt haben, so war überhaupt gar kein Problem gewesen. Nee, aber wie gesagt, das Dorf an sich, dieses Kaprun, jetzt muss man dazu sagen, es waren 13 Jahre dazwischen von dem, wo wir da waren und jetzt halt nun mal wieder. Und ein bisschen traurig war es. Ja, das ist nicht mehr... Wir waren ein bisschen traurig. Mir war echt ein bisschen traurig. Ja, das war ja den einen Abend, waren wir ja da im Hotel, was zu diesem Camping, es gibt ja nur einen Campingplatz in Kaprun und der ist nun, tolle ist er nicht, aber er ist halt nun mal da und da gehört ein Hotel dazu, die Mühle, alte Mühle, zur Mühle oder zur alten Mühle. Und da waren wir abends auch zum Essen und dann sagte die Bedienung schon, ja, heute Abend haben wir Amusi. Da kommst du her und da macht es Musik, kennst dann Einikum. Na, da sind wir da auch dahin und dann ist das so wie so ein Flashmob da in den Kaprun. Jeder kommt, hat ein Instrument dabei, da steht vorher nicht fest, was gespielt wird oder irgendwie, ist auch kein Verein. Und wer nichts hat, der singt. Das war so schön. Und dann sitzen die abends da und haben ihre, das war wie in alten Zeiten. Das war wirklich schön. Ja, und da war eine ältere Dame, sehr. Und die hat Gedichte vorgelesen und selbst verfasste Gedichte. Und dem einen hat sie dann halt auch gesagt, jetzt haben wir alles gemacht, ich hab alles Welle ausgebaut und. Aber die Seele vom Dorf, wo ist die geblieben? Na, die ist weg. Das ist schade. Es war sehr rührend gewesen. Ja. Ich kenne Kaprun schon sehr lange, schon vor Michaels Zeit, also vor unserer gemeinsamen Zeit. Und das Hotel Alte Mühle war immer ein sehr, 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 sehr gutes Hotel im Dorf Kaprun. Und da sind natürlich jetzt auch einige Arbeiten fällig. Also unter anderem eben beim Campingplatz bei uns, da waren die sanitären Anlagen, die kann man absolut, absolut nicht empfehlen. Es gibt einen Campingplatz im Nachbarort, aber dann müsstest du nach Kaprun halt fahren. Ja. Und das wollten wir natürlich nicht, weil wir wollten ja abends dann zum Conny gehen, also in den Pavillon. Und dann möchte man was trinken und dann kann man immer fahren und das war halt ein bisschen blöd. Das soll ein sehr guter Campingplatz übrigens sein. Aber da an der alten Mühle muss ein bisschen was getan werden. Und überhaupt die ganzen alten Hotels, die früher die tollen Hotels in Kaprun gewesen sind, haben jetzt Schwierigkeiten mitzuhalten mit den Standards von den neuen, die hochgezogen worden sind. Wir haben das selber mit einem ganz tollen Hotel erlebt, wo wir mal in Fulpmis gewesen sind. Die hätte auch die Inhaberin neu renovieren müssen und dass da ihre Kinder das nicht übernommen haben, hätte sie nochmal Unsummen praktisch investieren müssen, um eine Renovierung zu machen. Die hat es verkauft.
Ja. Und so ist es halt eben da in Kaprun ähnlich. Die müssen kämpfen ums Überleben, die alten Hotels. Das tut uns in der Seele leid. Die neuen Hotels sind alle irgendwo neu, toll, hochgezogen, schick, modern. Keine Blumen mehr, es gibt keine Geranien mehr da an den Hotels. Und es ist eigentlich irgendwie total schade. Es ist viel zu... Im Großen und Ganzen hat es uns eigentlich nicht mehr so gut gefallen. Was uns gut gefallen hat, war Abend der Pavillon. Ja. Wo wir früher schon schwer eingekehrt sind und Après-Ski gefeiert haben und es mittlerweile die Kinder übernommen haben und weiterführen oder beziehungsweise Eltern und Kinder zusammenarbeiten, aber auf jeden Fall wieder in Kindershände geht und weitergeführt werden. Das war ein super schöner Abend. Ein ganz, ganz netter junger Mann, der Sohn, lieber Patrick, falls du das sehen solltest, herzliche Grüße von uns. Schönen Dank für das Bier. Ja. Wir empfehlen den Pavillon, ist immer noch das, was es immer war, ist toll, dort zu sein und mal den Abend zu genießen. Also das war schon toll gewesen, aber so als solches der Ort, wer jetzt als junger Mensch hinfährt, der findet es mit Sicherheit schön. Ja. Zumal ja einiges gemacht wurde auch für das Skigebiet. Du kannst direkt von Kaprun jetzt hochfahren auf Kitzsteinhorn. Vorher musstest du da, was weiß ich. Also wenn es einen anständigen Campingplatz in Kaprun geben würde, würden wir im Winter vielleicht sogar das mal austesten. Ne? Ja. Aber mit dem Campingplatz da von der alten Mühle, mit den sanitären Anlagen, nee. Ach, da lässt du die Sonnenbrille auf, der ist gar nicht schlimm. Okay, ich weiß nicht. Naja, egal. Also, es war ein super schöner Abschluss. Es war ganz toll, die Hochalpenstraße zum Großglockner. Es war toll, die Murmeltiere zu sehen. Ich möchte nochmal an alle Leute appellieren, die irgendwo Brot einstecken haben, etc. Was soll einstecken? Ja. Also diese Murmeltiere auch, das gab Streitigkeiten unter den Tieren wegen Futterneid. Das ist auch nicht denen ihr Fressen. Die können sich, die haben genug dort, was sie finden. Diese Fütterei dort oben, das hat uns sehr geärgert, muss ich ehrlich sagen. Das möchte ich einfach nochmal in dem Video jetzt sagen. Ob das irgendwelche Schwäne sind und Enten und etc., die haben ihr Fressen, die brauchen das nicht. Brot ist nicht gesund für die Tiere. Aber es war jede Menge dort oben, die dort hingeschüttet haben. Weil sie sich dann freuen, wie denn goldig da nach den Dingern suchen, dann kommt der Nächste, wird gebissen und so. Ja. Es ist, nicht machen. Lass das einfach sein. Ansonsten, also, war, wie gesagt, Großglockner war ein Highlight, war also eigentlich so ein richtiger toller Abschluss. Der Berg. Ja, zum Schluss. Er war ja dann, also das, ich würde jetzt wird doch ein bisschen länger, aber ist egal. Wir sind ja hingefahren und also wir waren auf dem Weg zum Kitzsteinhorn und das hatten wir ja geplant und dann war so schönes Wetter und blauer Himmel. Und gesagt, wisst ihr, eigentlich könnten wir ja nochmal zum Großglockner fahren. Was haben wir gemacht? Wir sind umgedreht und sind zum Großglockner gefahren. Je mehr wir an den Großglockner rankamen, hat der sich zugezogen. Der lag in den Wolken. Wir haben nichts gesehen, nichts, gar nichts. Also der war und dann hat er sich immer mehr frei gemacht. Und zum Schluss dann lag er komplett frei. Also der Tag war für uns wie gemacht. Also es war toll, es war ein super Abschluss. Es ist eine wunderschöne Region. Immer noch diese Hochalpenstraße, eines der schönsten Straßen Europas und mit Recht, wirklich. Ja. Und ich war ein bisschen geschockt, weil unten das Eis so weit weg ist, weil vor 20 Jahren, wo ich da war, war wirklich noch bis unten dort, wo man runtergefahren ist mit dieser Bahn. Da war das Eis, jetzt sind es halt nur noch Eisbrocken, die auf dem See schwimmen. Ja. Aber ansonsten, also wenn ihr in Österreich seid, ihr habt das Wetter dazu. Wir waren ja schon oft in dieser Ecke und immer hat das Wetter nicht gepasst. Und diesmal hat das Wetter gepasst. Und also wenn ihr da seid, ist ein Traum. Ja, das war's jetzt zu unserem Fazit. Wir wollen noch die Ausgaben kurz bekannt geben. Also wir haben ausgegeben... circa 600, 700 Euro für Sprit. Wenn das da steht. Ja, ich habe jetzt noch das mitgerechnet, wo wir nach Hause gekommen sind und nochmal vollgetankt haben. Ne? So ungefähr circa 650 Euro für Sprit, 130 Euro für Mautgebühren, für Fähren in Kroatien 200 Euro und für die Campingplätze circa 550 Euro.
Für die kulinarischen Genüsse möchten wir keine Preise bekannt geben. Datenschutz. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir wünschen euch eine schöne Sommerzeit, viele schöne Urlaube, viele schöne Erlebnisse. Und ja, wir hören irgendwann mal wieder voneinander. Wir sind immer noch jetzt am Rätseln, in welche Richtung es mit einem eventuellen neuen Wohnmobil geht. Wir wissen es immer noch nicht so ganz hundertprozentig, aber ja, das werden dann die nächsten Videos zeigen. So ist es. Genau, also in diesem Sinne, eine schöne Zeit, bis bald und bleibt uns treu. Und vielen Dank fürs Mitkommen und Mitreisen und Videos schauen und dass ihr dabei seid. Da freuen wir uns für die schönen, netten Kommentare, lustigen Kommentare auch oft. Ja. Und ja, über den auch den ein oder anderen engeren Kontakt. Also wir freuen uns mittlerweile, ist ja der Herr des Hauses auch nicht mehr ganz so abgeneigt und freut sich. Meine ganze Frisur im Eimer. Also bis bald. Tschüss. Ciao.